Lieber Wassermann, herzlich willkommen zu einem weiteren Video für dich. Titellos. Schauen wir uns an, was die geistige Welt zu sagen hat. Den Titel werden wir dann während des Readings finden. Zu diesem Video, wie immer bei mir, eine Extended Version. Drück auf den Link hier unten in der Infobox unterhalb dieses Videos. Du wirst automatisch weitergeleitet. Energetisch, praktisch, zwischenmenschlich. Was gibt es für den Wassermann zu wissen? Mystisch. Es wird sehr, sehr mystisch. Die Farbe Rosa. Das Wort Glotzen. Auf dem Rücken liegend, die Arme ausgebreitet, Dehnübungen, Happiness, bezüglich der Dehnübungen, frage bitte deinen Physiotherapeuten. Ja. Yeah. Dann, lieber Wassermann, du findest dein Glück, deine Happiness in deinen paranormalen Fähigkeiten. Vertraue auf dich, vertraue auf die da oben. Sie haben dir etwas mitzuteilen. In dir transformiert sich etwas. Manche von euch haben darauf gewartet, gehofft und gebangt. Für andere kommt es ganz überraschend. Geh den Weg der Flamingos, sagen sie. Was auch immer das für dich bedeuten möge. So, lieber Wassermann, es kann vorkommen, dass du einen Druck auf der Stirn verspürst. Ihr wisst, in Sachen Gesundheit, always go to the doctor. Spirituell gesehen, etwas Verkrustetes darf sich öffnen. Gut möglich. Dein Chakra. Aber es ist nicht nur mit diesem Verkrustetem. Sie sagen etwas tief in dir liegendes, etwas sehr, schon sehr lange Vergessenes kommt hoch und möchte herausbersten. Pegasus, das fliegende Pferd, schwinge dich auf, nimm es mit in deine Meditation, wie auch immer, oder es wird dir im Traum erscheinen, möchte dich auf andere spirituelle Ebenen, Dimensionen, Frequenzen bringen, um dir zu erkennen zu geben, was längst vergessen. Wow! Ein spirituelles Reading. Schauen wir uns an, lieber Wassermann, was dir zur Verfügung steht. Ein Foto, sei es nur das Papier, sei es ein Foto im Bilderrahmen, es fällt um. Sie sagen, es war der Windhauch. Kein schlechtes Omen, denn du denkst gleich daran, oh mein Gott, welch schlechtes Omen. Nein, sie sagen, es war der Windhauch. Der Windhauch hatte geflüsterte Worte in sich. Schaue genau hin.
wie das Foto umgefallen ist, wo es hingefallen ist. Und achte auf deine Gedanken, während du das Foto wieder an den richtigen Platz hingibst. Lichterketten, Sterne-Lichterketten im Grünen. Schnee auf den Bergen. Du wächst über dich hinaus, lieber Wassermann. Deine Träume vorhersagen. Wisse sie zu entschlüsseln und zu entziffern. Traumtagebuch. Für manche, ich glaube, es ist so strange, was da jetzt durchkommt. Es gilt wirklich bestimmt nur für einen Wassermann. Ich kann es mir nicht anders erklären. Mit Pinzetten oder mit einer Pinzette eine Kerze bearbeiten. Nichtsdestotrotz, lieber Wassermann, der Sonne entgegen, deine Happiness, die ersten zwei Karten. Ulala. Es gilt, etwas zu klären. Online. Der Neuanfang startet nicht. Schau genau hin. Ein Detail, wie konntest du das übersehen? Ist kein Vorwurf. Du solltest auch dich selbst nicht vorwurfsvoll ansehen, denn es hat schon seinen rechten Grund. Du brauchst nichts, 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 außer die Absicht dahinter, denn es ist schon längst losgegangen. Ich weiß, ich spreche in Rätseln, doch es ist auch für mich ein Rätsel. Ich gebe es durch, wie es durchkommt. Dort, wo du noch bis vor kurzem dachtest, du brauchst dieses und jenes, um endlich freudig gestimmt zu sein, um endlich zufrieden zu sein und glücklich. No, baby, no. Du wirst etwas glasklar erkennen und auch erkennen, dass du dir bis dato ganz umsonst Sorgen gemacht hast. Dann ulala, 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 ulala. Jetzt wird mir einiges klar, lieber Wassermann. Schau an, schau an. Dort, wo es in deiner Vergangenheit unschön war, wo Schmerz entstand, kann jegliches Sternzeichen sein, das da mit drin verwickelt ist. Ich habe Wasserzeichen, Luftzeichen, Feuerzeichen, Erdzeichen. Du wirst wissen, worum es geht. Dort, wo noch in Anführungsstrichen eine offene Rechnung ist, Abschlussworte noch nicht gesprochen wurden. Benutze deine Intuition, denn du wirst vorher wissen, was Sache ist. Dort, wo noch nichts beendet ist, vor allem dann, wenn es um Materielles geht, nehme deine Emotionen heraus. Verändere den Blickwinkel. Und
aus dem so noch so stechenden Schmerz und der Wehmut. Wird deine Kraftquelle. Das ist gekoppelt an deinen verbissenen Antrieb im Materiellen. Wir machen weiter im Extended. Es wird spannend. Wir freuen uns auf dich. Bis gleich. Ciao.